sind jetzt wie gigantisch bei uns. Über 100 Leute bauen sich auf der Bühne, ihr dürft gespannt sein. Und der Grund ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Vor 2 Jahren hat nämlich das Schweizer Fernsehen zusammen mit dem Schweizer Radio DNS und dem Eidgenössischen Jodelverband hat man einen Kompositionswettbewerb gemacht. Man hat quasi eine neue Jodelhymne, etwas Spezielles gesucht und auch viele gefunden. Und dort ist ein Lied ganz weit vorgekommen, das Jack Säuberli als Komponist komponiert hat. Und diese Hymne die wird immer wieder am Radio gewünscht, auf und ab. Und damit natürlich zu Recht nominiert hier im Thema «Schweizweit» bei den grössten Schweizer Hits. Jetzt sind alle formiert und schön auf der Bühne parat. Freut mich auf das wunderbare Ensemble über 100 Leute, Musiker und Musikerinnen, die jetzt für euch auf unserer Showbühne stehen. Da ist das wunderbare Ensemble mit «Wunderbar» Startnummer 04. Das Tät-Up. Drei Mal stehen geblieben. In der Mitte würde ich sagen. Zwei und einer hat sich doch klar und deutlich abgesetzt. Da haben wir es nochmal schriftlich. Und zwar zu oberst oben auf Platz 1 mit satten 36,51%. Und damit in 3 Wochen mit dabei ist das Lied. Nämlich. Wunderbar, mit einem wunderbaren Ensemble! Da legen sich die Künstler in den Armen. Blümchen gibt es für unsere Solistinnen. Und Freudentränen, die fließen hier hin. Also, wunderbar ist das dritte Lied, das sich qualifiziert hat für das Grossfinale 2009 bei den grössten Schweizer Hits.